Euro ein bisschen zu teuer, vor allem für mich mit 14 Jahren. Ja, für alle Schüler haben wir einen Rabatt. Schaut auch mal auf der Seite, da haben wir das hingeschrieben. Einfach mal reinschauen, dass dann auch jeder daran teilnehmen kann. So, jetzt auf YouTube sind wir auch live. Jetzt können wir das synchronisieren. Die Anna ist auch am Start. Hallo Anna. Servus. Die Isabella Franziska ist da. Hallihallo, grüßt euch. Sodele. Sehr, sehr cool. Kann man hier auch die Kommentare sehen auf YouTube? Live-Chat. Sehr, sehr gut. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert und uns nichts kaputt machen. Cool. Servus, Arnold. Grüß dich. So, also, ich gucke jetzt mal hier nochmal in die Kommentare. Und dann legen wir gleich auch los. Seid ihr denn alle schon bereit für das heftige Beinworkout? Also wir machen heute ein Tabata-Workout. Und das wird so, wie viel haben wir eigentlich? Haben wir schon, wo bist du, fragt der Julian. Ich bin gerade in Stuttgart. In Stuttgart hier am Start. Und bin ja nicht mehr in Österreich reingekommen. Wegen der Ausgangssperre und der Grenzschließung. Und ja. Versuche jetzt hier das Beste raus zu machen und kann jetzt auch dann den Kurs machen, den ich eh vorhatte, den Fit for Life Kurs. Das war eh schon Ziel für dieses Jahr, weil ich ja euch ganzheitlich ja betreuen möchte, halt jetzt mit dem Fit for Ski Programm, was natürlich auch geil ist, wenn man schnell fit werden muss für Skifahren, aber man muss es natürlich holistischer sehen, man muss es ganzheitlicher sehen und deswegen habe ich den Kurs auf 6 Monate ausgelegt, dass man wirklich das als Routine in sein Leben reinbringt und dadurch einfach ein eine geile Fitness aufbaut und sich auch einfach gut fühlt. Ja, das dazu, das habe ich schon wieder mega viel erzählt. Hier kriege ich schon Skifragen. Der Luca fragt, ob ich keine Langeweile habe. Nee, keine Langeweile. Es gibt viel zu tun aktuell. Macht mega Spaß. Ja, ist gerade eine Zeit des Umbruchs. Muss was Beste draus machen. Also, ja, man hat ja immer nur einen gewissen Einflussbereich und den sollte man, denke ich, versuchen, möglichst gut auszunutzen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Sonst starten wir langsam das Workout rein. Fragen, Fragen, Fragen. Okay. Ob ich den iRally empfehlen kann? Den Head iRally nehme ich an. Bin ich selber noch nicht gefahren. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich glaube, meine Mama ist den mal gefahren vor dem Deacon 80 ist hier den gefahren. Die fand den ganz gut, aber jetzt mit dem Deacon 80 ist noch ein bisschen zufriedener, weil er noch ein bisschen drehfreudiger ist. Dann auch im weicherem Schnee einfach zu fahren ist. Jedes Workout wird jetzt so roundabout 10 Minuten gehen. Also nicht so lange, Matthias. Werden es kurz und knackig halten, dass wir da uns in der Kürze der Zeit maximal auspumpen. Hat die Anna auch schon gefragt. Kevin fragt, wie es mir geht. Mir geht super. Ich habe schon richtig Bock. Geben heute richtig Gas. Und da kriegt ihr auch mal so ein bisschen Eindruck, wie es beim Fit for Life Kurs läuft, obwohl die Workouts dann nicht ganz so intensiv sind und auch ein bisschen länger gestreckt und natürlich auch den ganzen Körper betreffen und nicht nur die Beine. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal reingehen. Wir switchen mal die Kamera. Hier ist übrigens die Mia. Opa, da ist die Mia. Hallo. Die Mia ist am Start. Und switchen mal die Kamera. So, und ich gehe mal vor die Kamera. Mia wird die Kamera halten. Ihr seht, mein Setup ist schon am Start. Bin ich voll drauf? Ja. Auf beiden Bildschirmen? Ja. Sehr gut. Also wir machen einen Beinworkout, wir machen einen Tabata-Workout. Das heißt, wir werden jetzt alle Übungen relativ zügig hintereinander wegtrainieren. Das hat den Vorteil, dass wir auch ein Cardio-Training haben, dass wir einfach eine sehr, sehr hohe Intensität haben. Ist, wenn man Muskel aufbauen will, nicht gut, aber wenn man eine bessere Energiebereitstellung haben will, das heißt, dass man einfach die Energie, die man zuführt, besser in den Muskeln verarbeiten kann, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit und das ist ja für uns Outdoor-Sportler, Skifahrer eigentlich das Ideale. Wir brauchen einen funktionalen Muskel und keinen großen Muskel und da kann man das gelegentlich sicherlich mal in sein Training einbauen. Haben wir übrigens auch einen Fit-for-Life-Kurs und nach jedem Zirkel mit mir gibt es dann immer auch noch ein Julian-Spezial, wo ich euch dann so verschiedene Workouts vorstelle, die ihr mit mir zusammen trainiert, wo wir uns dann nochmal richtig auspowern und die uns auch dann in spezifischen Bereichen mit verschiedenen Fokus weiterbringen. Also, erste Übung ist die Kniebeuge, die Königsdisziplin, eigentlich die wichtigste Übung für uns Skifahrer, aber auch für jeden anderen, weil einfach fast alle Muskeln im Körper angesprochen werden.
Wir haben einen hüftbreiten Stand, Füße leicht nach außen rotiert und die Knie laufen in Richtung der Fußspitzen, Oberkörper bleibt gerade, Knie und Hüfte werden gleichzeitig gebeugt. Wir bleiben schön aufrecht und gehen so tief, wie unser Rücken gerade bleibt, da könnt ihr gerne mal im Spiegel reinschauen. Das wäre jetzt eine Wiederholung gewesen. Ich zeige euch das nochmal von der Seite. Also Knie nach vorne, zack und hoch. Wir machen das Ganze heute mal in der gesprungenen Variante. Das ist Übung Nummer 1. Da werden wir jetzt heute 20 Wiederholungen machen. Dann machen wir einen Ausfallschritt. Das heißt, wir stehen ganz normal, machen einen großen Schritt nach vorne, stehen auf der Ferse tendenziell, senken unser Knie ab, Oberkörper bleibt gerade, gehen wieder hoch, zurück. Und in den nächsten Ausfallschritt. So. Eine ganz schöne Übung, um das gesamte Bein zu trainieren. Je kleiner wir einen Schritt machen, desto mehr geht es auf den Beinstrecker. Je größer der Schritt wird, desto mehr Beinbeuger und Gesäß. Und wir machen heute mal einen etwas größeren Schritt, weil wir bei den Kniebeugen schon sehr stark den Quadrizeps, den Beinstrecker trainieren. Hier ganz schön auch noch, dass wir uns ausbalancieren müssen. Also erst sauber ausbalancieren, dann das Knie absenken und nicht schauen, dass das Knie auf dem Boden steht. Also wirklich vorher abbremsen, wieder hocharbeiten und dann machen wir hier pro Bein 10 Wiederholungen, also insgesamt 20 Schritte. Und dann machen wir noch eine etwas andere Übung, die sehr, sehr wirkungsvoll ist, weil da die Blutzufuhr im Muskel etwas geringer ist. Und das ist eine isometrische Halteübung. Wir gehen dann wieder in den hüftbreiten Stand, in den Squat, ca. 90 Grad im Knie und da halten wir und arbeiten mal ein bisschen hier oben mit den Armen. Und zwar machen wir den Cha-Cha-Cha oder wie hieß der von Last Ketchup dieser Song nochmal? Hey, ha, da 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 da. Wie der Song heißt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da halten wir so lange, wie ich es vorgebe. Also mir, schreibt die Leute in die Kommentare, ob sie bereit sind. Seid ihr bereit? Ich glaube schon, oder? Ja. Die Hände schon fliegen viele Herzen. Sehr gut. Also, wärmen uns erstmal auf, tippeln erstmal auf der Stelle. Erstmal ganz locker, weil wir wollen natürlich nicht auf dem kalten Körper jetzt direkt trainieren. Alle Knie ein bisschen höher. Vielleicht die Hände auch zur Hilfe nehmen. Sehr gut. Ein bisschen schneller. Vielleicht kannst du noch ein bisschen zurückgehen. Ja, super. Jawohl. Okay, dann schwingen wir mal das rechte Bein zur linken Hand und das linke Bein zur rechten Hand. Atmen dabei aus. Sehr gut, tippeln weiter, kreisen mal den rechten Arm nach vorne. Vielleicht gut warm sind, wenn wir dann Gas geben. Den linken Arm nach vorne. Sehr gut, den rechten Arm nach hinten. Und den linken Arm nach hinten. Dann werden wir ein bisschen die Brust auf, kreuzen die Arme vom Körper auf Schulterhöhe. Okay, dann mobilisieren wir uns noch ganz kurz. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir gleich die Übung auch sauber ausführen können. Das ist übrigens auch Teil des Fit for Life Kurses, dass wir beweglich bleiben und nicht ein steifer Klotz werden. Gehen wir erstmal in die tiefe Hocke und nehmen die Ellenbogen an die Knie, nehmen die Hände ins Gebet und drücken die Knie mal ein bisschen nach außen. Die Füße zeigen auch nach außen, die Knie laufen in Richtung der Fußspitzen. Merkt ihr es so in der Beininnenseite, dass ihr da eine leichte Dehnung habt. Sehr gut. Könnt ihr auch mal so ein bisschen wippen von einem Bein aufs andere Bein. Genau so. Jawohl. Prima. Dann setzen wir uns aufs linke Knie. Schauen uns mal wir setzen uns aufs rechte Knie. Schauen uns mal das linke Knie an. Drücken das mal nach vorne. Versuchen da die Beweglichkeit ein bisschen zu erhöhen. Können es auch mal so ein bisschen kreisen. Übrigens auch für uns Skifahrer sehr, sehr wichtig. Wir müssen immer nach vorne arbeiten, aus dem Sprunggelenk
unten nach innen, also vorderes und unteres, nicht vorderes, unteres und oberes Sprunggelenk mobilisieren. Vor allem jetzt bei den Kniebeugen ist vor allem die Bewegung nach vorne wichtig, dass wir die Ferse auf dem Boden lassen können und das Knie nach vorne schieben können, dass wir da eine saubere Kniebeuge machen können. Jawohl, wechseln wir das Bein. Jawohl, schön kreisen. Da gibt es ganz, ganz viele Übungen, ganz viele Möglichkeiten, wie man die Beweglichkeit im Sprunggelenk erhöhen kann, auch in der Hüfte erhöhen kann. Das waren jetzt mal nur zwei Beispiele, die jetzt gerade sehr funktional und zweckdienlich sind. Aber natürlich im Programm. Ich sag so viel über das Programm. Ihr merkt, ich bin mega begeistert. gibt es natürlich dann noch deutlich mehr. Aber jetzt in der Kürze der Zeit reicht es erstmal. Wir starten jetzt mit 20 Kniebeugen, dann 20 Ausfallschritte, dann machen wir die isometrische Halteübung im Squat und das machen wir 3 Runden und wir starten in 10 Sekunden. Also, Mia, zählst du von 10 runter? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, und Jump Squats. Wirklich ganz hoch springen und die Hände mitnehmen. 2, 3, nicht hektisch, sondern sauber. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ganz wichtig, jetzt wieder sauber abfedern und dann erst wieder runtergehen. Kurz ausschütteln. Ist zwar ein Tabata-Workout, aber wir wollen es nicht übertreiben, wollen es nicht wehtun. Tief ein- und ausatmen. Und dann gehen wir jetzt in den Ausfallschritt. Ich starte jetzt mit dem linken Bein nach vorne. Auf geht's. Hep. 1, 2, 3. Sauber ausbalancieren und dann das Knie absenken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, weiter, 15, 16, 17, 18, noch 2, 19 und 20. Super. Kurz ausschütteln. Und jetzt machen wir den Last Ketchup Song Move. Also in die Beuge gehen und jetzt. Hep. Ich warte. Jawohl. Super. Kiste runter, aber nicht durchhängen lassen. Spannung in die Beine, Spannung in den unteren Rücken. Popo anspannen. Knie nicht da innen fallen lassen, ganz wichtig. Knie nach außen, Richtung der Fußspitzen. 10, 9, 8, 7. Der Uwe fragt, ob das die Vorbereitung für die nächste Skisaison ist. 4, 3. Da musst du nachher mal drauf eingehen. 2, 1. Ja, Uwe. Das ist die Vorbereitung auf die kommende Skisaison. Ja, ich versuche das ganze Jahr über fit zu bleiben. Das ist mein Ansatz und deswegen machen wir das jetzt hier. Wenn ich mal eine wöchentliche Skigymnastikstunde auf meinem Kanal einführen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr Bock drauf habt. Können wir dann gemeinsam uns auf die Skisaison vorbereiten. Okay, das war Runde 1. Hat schon Spaß gemacht. Jetzt folgen Runde 2 und 3. Kurzen Schub trinken.
weiß gar nicht, warum ich die Kiste wieder rausgenommen habe. Leute, das ist Schleichwerbung vom Feinsten, oder? Direkt mal verschluckt. Was für ein Anfängerfehler. Okay. Machen wir die Squats. Gesprungen. Wenn das so anstrengend für euch wird, geht einen Schritt zurück, macht ihr normal weiter. Hauptsache, wir erfüllen die Wiederholung. Also, auf geht's. Starten wir mit den Jump Squats wieder. Weiter, 16, 17, 18, 19, 20, jawohl, Beine lockern, machen gleich die Ausfallschritte. Ihr seht, es braucht gar nicht viel, um ja, sich mal richtig zu verausgaben, den Körper ein bisschen zu schocken und dann einen guten Reiz für eine Weiterentwicklung zu setzen. Also, Ausfallschritte, auf geht's. Tap, 1, 2. Ihr könnt euren Arm diagonal mitnehmen, 3. Durch Ausbalancieren, 4. 5. Wichtig, immer auf der Ferse stehen, 6. 7. 8. 9. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die Übung merke ich richtig gut im Po. Ganz, ganz gute Übung auch für die Ladies, die einen großen Booty auch oder einen knackigen Booty aufbauen wollen. Und für einen Skifahrer natürlich auch sehr, sehr gut. Jetzt übrigens in Sölden auf den Gondeln von der Geißlachkugel, also witzige Sprüche. Damals schon einmal drauf. Diese Pisten von den knackigsten Arsch der Welt. Muss was dran sein. Okay, das war jetzt die Pause. Gehen wir wieder in den Deep Squat. Auf geht's. Machen wir jetzt ein bisschen anders. Zwar die Hände hinter den Kopf und schön halten, Knie nach außen, Belastung auf den ganzen Fuß, Rücken gerade und dann tschack, tschack, tschack. Jetzt nochmal der Ketchup-Song, Richtung wechseln. Jawohl Leute, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Prima. Runde 2 schon geschafft. Jetzt gleich kommt noch eine finale Runde. Beine lockern, nochmal einen Schluck trinken. Ich merke schon ganz schön gut, muss ich sagen. Der Chico guckt oben auch zu. Der Hund von meiner Freundin. Der will auch noch mal ein bisschen mitspielen. Okay, Leute. Geben wir noch mal eine Runde Gas, Beine lockern. Und dann geben wir noch mal alles. Also die Jump Squats. 5, 4, 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, weiter, 17, 18, 19 und 20, jawohl. Da werden die Beine schon ganz schön sauer. Beine lockern. Jetzt ganz wichtig bei den Ausfallschritten, konzentriert arbeiten, nicht mit dem Knie durchsacken, sondern wirklich konzentriert arbeiten, dass wir uns da nicht wehtun. Okay. Ausfallschritte, auf geht's. Mache ich die mal in Richtung zu euch. Hep. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Halbzeit. Weiter. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, noch 4, 4, 3, 2, 1. Und weil jetzt die letzte Übung kommt, gehen wir direkt rein. Jetzt nochmal richtig ausbauen. Und aus den Armen arbeiten. Auf geht's. Spannung ins Gesäß, Knie in Richtung der Fußspitzen, Belastung auf den ganzen Fuß und dann arbeiten. Kommt, nochmal alles geben. Auf geht's. Richtung wechseln von den Armen. Jawohl, weiter. Nicht durchsacken lassen, halten. Jawohl. Weiter. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und finito. Opa, da komme ich schon fast gar nicht mehr hoch. Wahnsinn, Leute. Das war echt heftig. Richtig, richtig geil. Tief ein- und ausatmen, Beine lockern. Ein bisschen durch die Gegend schlagen. Das war jetzt richtig intensiv. Und ich habe jetzt einen richtig guten Blutfluss in der Muskulatur, einen richtig guten Pump. Einen Schluck trinken. Machen wir jetzt kurz noch zwei, drei Sachen, um uns ein bisschen zu dehnen. Weil der Muskel zieht sich jetzt zusammen und leiten mir jetzt direkt die Regeneration ein bisschen Dehnen ein, dass wir dann zu steif werden. Und dann machen wir noch ein kurzes Q&A. Also. Genau, also überlegt euch schon mal eure Fragen. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich kann auch während der Stretching-Routine auch ein bisschen reden. Erstmal tief ein- und ausatmen. Mia, was meinst du? Konntest du das Workout was? Ja, sah super aus. Hinter der Kamera. Ich find's auch mal fein, hinter der Kamera zu sein. Okay. Und dann ist man doppelt ärgerlich, wenn es hinter der Kamera nicht funktioniert. Also manchmal ist da echt der Wurm drin. Wenn man den anderen leiden sieht, dann ist es echt uncool. Übrigens, witzige Story bei den Fit4Ski-Workouts. Alle, die das Hit4Ski-Programm gemacht haben, habe ich jedes Workout mindestens 4 bis 5 Mal aufgenommen. Weil ich wollte immer unbedingt alles selber komplett durchziehen, ohne dass irgendwo ein Schnitt ist oder sowas. Dass mich ja auch, ja, dass ihr auch authentisch mit mir leidet, sozusagen. So. Und nicht, ja, wenn die Motivation abfällt und das nicht zusammen sauber zusammenpasst. Aber deswegen habe ich es immer komplett durchgezogen, wenn es mal technische Schwierigkeiten gab, es auch immer wieder neu gemacht. Okay, stellen wir uns auf das linke Bein, bringen wir die rechte Ferse zum Gesäß und greifen unser Bein, dehnen wir den Quadrizeps aus, balancieren. Opa, oh, das linke Bein ist noch ganz taub.
Ferse zum Gesäß, Hand an den Fußrücken und dann den Fuß anziehen. Wichtig, Opa. Hüfte vorschieben. Habt ihr noch mal mehr Dehnung im Quadrizeps und Beinstrecker? Es kommt eine Frage, ob dir für den morgigen Muskelkater ein Rollstuhl zugeschickt werden soll. Oder ob du schon einen im Keller hast. Ja, Standard. Wird das geschrieben und bestimmt ein Gym-Buddy von mir, oder? Der Jakob Mack. Ja, sicher, der Jakob. Wir haben auch Sport zusammen beiden trainiert. Oder haben wir? Oder haben wir nur Ohrkörper gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Aber Rollator und Rollstuhl ist immer am Standard. Wir müssen diese Saison auf jeden Fall mal wieder Mountainbiken gehen, wenn es denn dann wieder geht. Liebe Grüße gehen raus. Berchtesgaden oder München, ne? Du bist der Rummeister. Müsst bei Jakob auch unbedingt mal vorbeischauen. Geiler Freeride-Content und geiler Mountainbike-Content. Unbedingt mal vorbeischauen. Jakob Mack und bei YouTube for Freeskier. For Freeskier, so sagt er immer. Ich mache immer einen zu viel. Okay, genug gedehnt. Wir haben auch zwischenzeitlich schon gewechselt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich habe mich ein bisschen verplappert. Jetzt Fersen eng, Knie gestreckt und jetzt bringen wir den Rücken gerade nach unten, beugen uns vor, bringen hier schön die Spannung in den Beinbeuger rein und gehen dann mal so weit runter, wie es heute möglich ist. Wenn es geht, vielleicht an die Fußspitzen greifen, an die Fersen greifen, da kannst du auch ein bisschen nachziehen, wenn du willst. Wenn es der Körper dir heute erlaubt, kannst du auch gerne die Hände unter die Fußsohle nehmen und halten ein bisschen. Kopf entspannt hängen lassen, Beine gestreckt, tief ein- und ausatmen. Das tut richtig gut. Jawohl. So Leute, das soll es gewesen sein. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen, aber ich denke, das reicht für heute Abend. Gibt es da noch Fragen, Mia? Ja, magst du mal herkommen? Ja klar, aber ziemlich zu dir. Dann setzen wir uns hier mal bequem hin. Opa! In die Kameras. Jawohl. Wird das nochmal auf YouTube hochgeladen? Ich werde nochmal ein Beinworkout machen, ein etwas anderes. Aber ich habe so ein ähnliches auch schon auf meinem YouTube-Kanal vor 3-4 Jahren mal gemacht. Gerne mal reinschauen. Ja, Grüße gehen raus nach Berchtesgaden, Jakob. Jetzt sehe ich ja auch, dass du mir schreibst. Jawohl, mega cool, freut mich. Der Michi Weber ist auch am Start, servus. Das hast du, glaube ich, das Workout verpasst, aber halb so wild. Ich werde es auf jeden Fall auch noch 24 Stunden hier auf Instagram in der Story haben und das Video auf YouTube. Ja, das wird dann auch zu sehen sein. Ich lasse einfach das Live-Video dann einfach da, dann könnt ihr das nachtrainieren. Das bringt meistens nicht die meisten Klicks, aber das ist ja ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ihr macht was und nutzt die Corona-Zeit. Ist übrigens auch jetzt... Ja, jetzt habe ich quasi die Tür geöffnet für ein neues Thema. Jetzt muss ich auch durch die Tür durchgehen. Das ist so eine schöne Redewendung. Corona-Zeit ist jetzt alles ein bisschen schwieriger, aber auch meine Saison ist jetzt vorzeitig geendet. Deswegen habe ich das ein bisschen vorgezogen jetzt mit dem Fit for Life-Programm. Eigentlich war es geplant, erst ein bisschen später rauszubringen, weil ich dachte, dass ich noch viel mehr Zeit zum Skifahren habe. Aber, ja, die Anna fragt schon, was mache ich? Genau, der Lukas schreibt, es gab schon mal mit den 3 Beweglichkeitsübungen, gab es schon mal ein Video, aber auch ein Tabata-Workout, wenn ich mich nicht täusche. Einfach mal reinschauen. Wenn ihr das wollt, mache ich auch gerne mal ein Video oder mehr Videos auf YouTube, auch gerne wöchentlich zum Thema, wie man sich fit halten kann im Sommer. Und auch für Skifahrer, was so Beweglichkeit, Sprunggelenk und so weiter angeht, alles, was wir brauchen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Was ich sagen wollte ist, der Fit for Life Kurs ist wirklich ein Herzensprodukt von mir. Der Joachim fragt gerade, ich lasse mich immer ablenken. Der unter fitforlifekurs.de. Ich habe das auch nochmal gepostet. Kein Stress, Joachim, ist ja meine Schuld. Ich bin echt hier so, ich sehe was Neues und dann... Ja, der Lukas schreibt, dein Skiurlaub ist auch am Arsch. Super schade. Jedenfalls ist es ein Herzensprojekt von mir, der Kurs, weil
Ja, die Fit4Ski-Kurse wurden schon sehr, sehr gut angenommen, aber es ist halt immer so eine Hauruck-Lösung. Man macht da halt mal was und dann hört man wieder auf. Aber meiner Meinung nach, und so trainiere ich auch schon seit Jahren, ist es halt ist Teil des Lifestyles, dass man halt regelmäßig was für sich tut. Erstens fühlt man sich besser und zweitens ist das auch der Punkt, das Nötige, um dann auch einen Sport ein Leben lang machen zu können, wie zum Beispiel das Skifahren, was mir so viel im Leben gegeben hat. Und das möchte ich einfach in dem Kurs weitergeben. Ist jetzt kein Kurs, wo man dicke Muskeln aufbaut oder schnell abnimmt, sondern einfach, wo man sich danach gesund fühlt, fit fühlt und einfach was für seinen Körper getan hat, auch ausgeglichener ist und, denke ich, ein ganz, ganz tolles Produkt, worauf ich hier nochmal aufmerksam machen müsste, weil, wie einer meiner Coaches mal gesagt hat, wenn man was Gutes hat und es nicht erzählt, dann ist das die unterlassene Hilfeleistung. Deswegen haue ich das jetzt mal raus. Wenn euch was mehr interessiert, schaut gerne mal auf dem fitforlifekurs.de vorbei. Nur heute bis 20 Uhr gibt es noch ein Fit4Ski Advanced Programm. Gratis on top. Also, wenn ihr euch heute noch entscheidet, dann gibt es noch mal ein Geschenk im Wert von 50 Euro. Aber jetzt möchte ich noch mal auf eure Fragen eingehen. Vielen Dank, dass ihr gerade mal zugehört habt. Ich jetzt gerade eigentlich am Hintertuxer Gletscher, aber ziemlich gutem Wetter, schreibt der Matthias. Ja, ich glaube, es hat ja auch noch mal geschneit. Ja, ist mega, mega schade. Ich hätte so Bock. Ich hoffe, dass es jetzt sich alles positiv entwickelt, dass es ja irgendwie dann auch weitergeht und dass wir vielleicht dann ja noch am Ende Mai, vielleicht Anfang Juni, da sind ja die Verhältnisse am Gletscher auch noch gut, dass da auch dann noch was geht. Würde mich mega freuen. So, dann schreibt der Luca noch, würde mich über mehr Videos freuen. Ja, ja. Mehr Videos freuen, klar, ja, muss mehr kommen, also das ist auch die Maxime, also ich möchte eigentlich, mein Ziel ist es, immer mehr Nutzen zu geben in Form von Produkten, aber auch in Form von Content und auch da immer mehr zu bringen und das ist halt auch das Ziel und da muss es hingehen, das wäre auch mega cool. So. Hier war gerade noch eine Frage oder eine Anmerkung, dass du den Link zu dem Fit4Life-Kurs doch auch auf deiner Website und so weiter verlinken sollst. Das wäre auf jeden Fall auch eine gute Idee. Vielleicht auch unter dem Video. Ja, dann stimmt. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Fix für alle und gut zu finden. Genau. Genau, schreiben wir unten einfach rein. Ja, mega. Hier noch, also schreibe ich gerne, können wir gerne reinlinken und auch auf der Homepage. Mega, mega guter Hinweis. Und dann schreibt der Luca, Lüdesalb und Obertauern nächstes Jahr. Ich hoffe, dass alles gut geht, dass wir nächste Saison wieder Skifahren können, aber ich denke, das wird. Ja, und ja. Ja, die Anna schreibt noch, dass hier die Leute mega leid tun, die am Berg arbeiten. Ja, das ist mega krass. Auch mich hat es ziemlich getroffen. Jetzt sind echt noch 3 Skicamps ausgefallen und auch viele Coachings und geplante Videodrehs. Das ist mega, mega schade, aber ja. Was willst du machen? Da steckt man nicht drin, das sind höhere Mächte. Da ja, habe ich leider keinen Einfluss drauf. Dann schreibt der Jakob, was sind die großen Videopläne und Themen für den Sommer? Das ist eine richtig gute Frage. Aktuell ist eigentlich geplant, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich möchte auf jeden Fall den Skikanal weiter bespielen. Wenn es geht, halt auch mit Mobility-Sachen, mit auch wie man sich fit halten kann und solche Sachen, halt speziell für Skifahrer in dem Fall. Aber auch, na, bin ich mal gespannt, das will ich jetzt mal ausprobieren, mal also Reaction-Videos im Skibereich, Skivideos angucken, Skitechnik bewerten. Da habe ich ja euch auch mal aufgerufen, mir eure Videos zuzuschicken. Das Video ist abgedreht, das kommt bald online. Und genau, also auch Ski-Content und ansonsten muss man mal schauen, wie sich das jetzt mit Corona entwickelt. Ich würde auch gerne mal die ganzen Sommerskigebiete abgrasen, wie das Stifflersjoch, wie Zermatt. Das wäre auch noch ein Thema. Und natürlich auch mit dem Jakob Mountainbike fahren. Wenn wir dann ein Video machen, ist geil. Aber das wäre auf jeden Fall ein Träumchen, wenn der Jakob mich nicht mehr mitnimmt, weil der ist ein echter Pro, wenn es ums Mountainbiken geht. Ja, der Joachim findet es cool mit den Reactions. Mega geil. Ja, habe ich damals, ja, stimmt, hast du mir damals geschrieben. Hast du voll recht. Und im Sommer, wo man selber nicht Skifahren gehen kann, macht es super viel Sinn. Okay. Ich mache ja noch eine Frage. Dann muss ich mal was essen, weil sonst verhungere ich. Vom Yannick. Wie kannst du vom Skifahren leben? Lebst du hauptsächlich von den ganzen Programmen und Videos?
Ja, genau. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich weiß, wie das ist, wenn man nicht immer alles konsumiert und auch man kann es einfach nicht mehr alles wissen. Also ich lebe eigentlich von verschiedenen Einnahmenquellen. Einmal YouTube, das ist so der geringste Teil. Dann natürlich meine ganzen Partner hier, wie zum Beispiel die Krombacher Brauerei, wo ich das Krombacher 00 bewerbe. Dann Völkel, Marca del Bello ist ein Sponsor von mir. Dann jetzt auch Y-Food und habe ich jetzt einen vergessen? Stimmt, dann habe ich ja noch ein großes Projekt mit der Schweiz jetzt gehabt diese Saison. Das war auch noch ein ganz großes Projekt und mit Ischgl und mit Obergurgl und wo ich die Live-Schaltungen hatte und auch die Videos gedreht habe. Dann halt die Fitnessprogramme, die Fit for Ski-Programme und dann natürlich auch noch die Coachings und die Skicamps. Und dann mache ich ja noch so ein bisschen Affiliate, aber ja, das ist es dann, glaube ich. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Was sind die wichtigsten Einnahmequellen? Und genau, ob ich öfters Livestreams machen kann? Brauchst du einen Ja, Aushilfscutter? ich brauche einen Aushilfscutter. Ja, das ist so ein Thema. Ja, da bin ich, das muss kommen. Also die Mia hilft mir jetzt auch, das Fit for Life Programm zu machen. Und die Theresa, die macht ja auch schon meine E-Mails. Ich habe ja auch Management, das wird immer mehr. Aber man muss natürlich es auch gehandelt bekommen, dass die Leute noch gut behandelt werden, auch gut bezahlt werden. Und das muss alles Step by Step wachsen. Und da bin ich gerade dabei. Und genau, das ist das große Ziel. Das ist einfach, ja, dass immer mehr Menschen für Skifahren begeistert werden, für einen geilen Lifestyle. Und das ist genau mein Ding. Hier, kannst du öfters Livestreams machen? Ja, sollte ich machen. Es Er ist macht Spaß. geplant, oder? Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Mega cool, Leute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, gerne. Gerne, Joachim. Schreib mir gerne eine E-Mail. Freue ich mich sehr drüber. Einfach julian@julianwitting.de. Das ist mega cool. So, Leute. Genau, da wurde die Frage schon beantwortet. Ich lasse mich immer ablenken. Den Livestreams, das muss ich definitiv nochmal üben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt, denke ich, auch nochmal häufiger Livestreams machen. Ich denke, Freitag haben wir einen geplant, ne? Oder Sonntag, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es auf jeden Fall in die Stories posten, vielleicht auch mal mit einer Yoga-Einheit. Und dann sehen wir uns dann bald schon wieder. Ich freue mich mega, dann wieder mit euch im Austausch zu sein. Und jetzt guten Appetit an alle, schönen Abend noch und jetzt dann eine ganz, ganz gute Regeneration. Wir sehen uns. Tschüssi!